Sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, sehr geehrter Herr Minister Professor Wolf, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag, meine sehr geehrten Damen und Herren und vor allem sehr verehrte Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. So lautet ein berühmter Satz von Albert Einstein. Die heutige Verleihung des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preises ist nicht nur für Sie als Preisträgerinnen und Preisträger etwas ganz Besonderes, sondern es ist auch für mich ein besonderer Termin. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute als neue Bundesministerin für Bildung und Forschung hier sein darf und gratuliere Ihnen schon jetzt ganz herzlich zu dieser Auszeichnung. Der Leibniz-Preis ist der wichtigste nationale Förderpreis Deutschlands. Seine über 30-jährige Geschichte spiegelt eine ganze Wissenschaftskultur wider, mit grandiosen Leistungen und Persönlichkeiten, mit Aufgaben und tiefgreifenden Erkenntnissen. Eine Leibniz-Preisträgerin und 6 Leibniz-Preisträger haben nach der Auszeichnung mit diesem Preis in Deutschland auch den Nobelpreis erhalten. Dem Namensgeber dieses Förderpreises, Gottfried Wilhelm Leibniz, war keine Frage zu groß, um nicht gestellt zu werden. Kein Problem zu schwierig, um nicht gelöst zu werden. Er war Wissenschaftler, Theologe, Politiker und Diplomat in einer Person. Ein genialer Geist und zugleich ein Mensch mit einem klaren, unverstellten Blick auf die Herausforderungen für die Wissenschaft als Ganzes, aber auch für die Forschenden als Einzelnen. Man muss stets etwas finden, was es zu tun, zu denken, zu entwerfen gilt, wofür man sich interessiert, sei es für die Öffentlichkeit oder den Einzelnen. So hat er es selbst formuliert. In diesem Sinne würdigt der Leibniz-Preis nicht nur die geleistete Arbeit eines Forschenden, sondern, Herr Professor Strohschneider sprach gerade drüber, will zugleich die Triebfeder für das Künftige schaffen sein. Der Preis soll Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, die Freiheit geben, nach eigenen Vorstellungen und ohne administrativen Aufwand weiterzuforschen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dadurch Ihre Kreativität weiter entfalten und Ihre Arbeit voranbringen können. Ihre Fähigkeit, Dinge neu zu denken, gewohnte Pfade zu verlassen, ist eine große Bereicherung für unser Deutschland. Drängende Fragen und herausfordernde Fragen in der aktuellen wissenschaftlichen Debatte sind: Wie frei kann unsere Wissenschaft agieren? Wie leistungsfähig ist unser Wissenschaftssystem? Welche Freiheit räumt es dem Einzelnen ein? Wissenschaftliche Erkenntnis entsteht ja nicht einfach so in den Köpfen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie brauchen geeignete Rahmenbedingungen, damit sich herausragende Fähigkeiten entfalten können. Wissenschaft braucht Freiheit. Und Wissenschaft braucht eine verlässliche finanzielle Grundlage. Und dazu stehen wir als Bundesregierung. Allein der Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist seit 2005 um mehr als 130% auf 17,6 Milliarden Euro gestiegen. Wir wollen damit exzellente Rahmenbedingungen in Deutschland für die Bildung, für die Forschung und für die Wissenschaft garantieren. Rahmenbedingungen, in denen sich Gedanken frei entfalten können, Ideen zu Innovationen reifen. Und das ist unser Fundament für Fortschritt und Wohlstand in unserer Gesellschaft. Und dafür stehe ich hier heute als Ministerin und dafür steht die gesamte neue Bundesregierung. Wir werden uns in dieser Legislaturperiode beherzt für eine international wettbewerbsfähige Bildung und Wissenschaft einsetzen. So haben wir es im Koalitionsvertrag verabredet. Unter dieser Maßgabe werden wir auch die kommenden Bund-Länder-Verhandlungen für Wissenschaft und Forschung führen. Ich will Ihnen 5 Beispiele nennen. Erstens,
Die Hochschulen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren Beachtliches geleistet. Aber es warten weitere Herausforderungen. Und deshalb unterstützen wir die Hochschulen durch den Hochschulpakt und den Qualitätspakt Lehre. Über die Gesamtlaufzeit von 2003 bis 2023 wird der Bund insgesamt 20 Milliarden und die Länder rund 18 Milliarden bereitstellen. Dieses Geld soll auch nach dem Auslaufen dieser Pakte für das Hochschulsystem erhalten bleiben. So steht es im Koalitionsvertrag vereinbart. Denn für uns stehen die Qualität der Lehre und die Berufschancen der Studierenden im Mittelpunkt. Wir erwarten allerdings auch von den Ländern, dass sie bei der Grundfinanzierung der Hochschulen nicht nachlassen, sondern sie angemessen weiter steigern. Zweitens, seit mehr als 10 Jahren stärken wir mit dem Pakt für Forschung und Innovation den Innovationsstandort Deutschland. Im Koalitionsvertrag haben wir beschlossen, dass wir ihn ab 2021 fortsetzen werden mit weiterentwickelten Zielen und Instrumenten. Und dabei ist mir zweierlei wichtig. Erstens, wir wollen, dass das Wissenschaftssystem dynamisch ist. Forschung ist dort besonders innovativ und mutig, wo sie unabhängig und innovativ und frei nach Erkenntnis suchen kann. Deshalb halten wir an der Grundidee des Pakts für Forschung und Innovation fest. Stärkung der Eigenverantwortung der Wissenschaft auf der Basis klarer Rahmenbedingungen und Ziele. Und zweitens, klare Finanzierung, wie es im Koalitionsvertrag geregelt ist. Der Pakt wird ab 2021 mit einem jährlichen Aufwuchs von mindestens 3% fortgesetzt. Wohlgemerkt auf Basis der bewährten Bund-Länder-Schlüssel. Wir erwarten also, dass die Länder sich entsprechend an dem angestrebten jährlichen Budgetaufwachs beteiligen. Dritter Punkt, die DFG-Programmpauschale. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Sicherung der bestehenden Programmpauschale bis 2025 als Overhead für die Forschungsförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In einem Wissenschaftssystem, das mittlerweile stark von der Drittmittelforschung geprägt ist, ist dies für die Hochschulen unverzichtbar. Vierter Punkt. Die Fachhochschulen sind zu einer wesentlichen Säule des Hochschul- und Wissenschaftssystems geworden. Sie bilden an der Praxis aus, sind regional verankert und gerade mittelständische Unternehmen schätzen die Nähe zu den Fachhochschulen, um aus Forschungsergebnissen schnell innovative Produkte zu entwickeln. Gleichzeitig wissen wir um die Schwierigkeiten der Fachhochschulen, etwa wenn es darum geht, Nachwuchs bei den Professuren zu finden. Hier haben wir weiteren Handlungsbedarf festgestellt. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir deswegen ein breit angelegtes Programm starten, Karrierewege attraktiver gestalten, Projekte fördern, Internationalisierung voranbringen. Und als letzten Punkt lassen Sie mich nennen die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Ich möchte eben nur als Stichworte auch das nationale Höchstleistungsrechnen nennen. Die beiden Punkte, da bedarf es auch zügig einer Vereinbarung mit den Ländern. Denn beides ist wichtig, um unser Wissenschaftssystem für den internationalen Wettbewerb in Zeiten des digitalen Wandels zu stärken. Wie Sie sehen, die Agenda für die Bund-Länder-Verhandlungen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ist für die nächsten Monate und Jahre prall gefüllt. Ein grundsätzliches Ziel des Bundes möchte ich dabei nochmals klarstellen. Wir fördern und fordern zugleich auch Eigenverantwortung, sowohl der Wissenschaftsinstitutionen als auch der Länder. Egal, ob es um zusätzliche Förderung oder um die Grundfinanzierung von Hochschulen oder außeruniversitären Einrichtungen geht. Die Länder müssen in ihrer Politik, in ihrer Agenda den Themen Bildung und Forschung mehr Gewicht geben. Insbesondere dort, wo das Grundgesetz ihnen die Kernkompetenz gibt. Und die Zeit dafür ist gut. Die Steuereinnahmen steigen. Mit der Übernahme des BAföG durch den Bund und dem neuen Länderfinanzausgleich haben sich die Einnahmen der Länder erheblich verbessert.
Die Länder stehen finanziell gut da. Sie können und müssen zu einem leistungsstarken Wissenschaftssystem beitragen. Denn nur gemeinsam können und werden wir auch erfolgreich sein. Neben den Bund-Länder-Verhandlungen stehen in dieser Legislaturperiode weitere wichtige Entscheidungen für das Wissenschaftssystem an. An dieser Stelle will ich nur die Exzellenzstrategie nennen. Die Exzellenzinitiative hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll demonstriert, wie viel innovative Idee in der deutschen Spitzenforschung steckt. Es wurden herausragende Forschungsleistungen erbracht. Und Forschungseinrichtungen haben sich über die Grenzen von Disziplinen und Ländern hinweg vernetzt. Ich bin sicher, dass die neue Exzellenzstrategie diese Dynamik weiter befeuern wird. Gerade hat ja die letzte Etappe im Wettbewerb um die Exzellenzcluster begonnen. Dass viele Universitäten sich zudem als Exzellenzuniversität bewerben wollen, zeigt mir, dass die Aufbruchsstimmung der vergangenen Jahre weiter anhält. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Wissenschaftsrat danke ich für die Organisation und Durchführung des wissenschaftsgeleiteten Verfahrens. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg. Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt ansprechen. Digitalisierung und Globalisierung haben die Welt in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt und vieles erleichtert. Sie verlangen aber den Menschen auch einiges ab. Der Einzelne muss mobiler und flexibler sein. Der Einzelne darf uns aber darüber nicht verloren gehen. Wissenschaft und Wirtschaft müssen sich in Systemen mit neuen, komplexeren Spielregeln, neuen Herausforderungen und Chancen zurechtfinden. Wissenschaft kann auch deswegen nicht nur national gedacht werden. Daher setzt der Koalitionsvertrag klare Akzente bei der weiteren Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung. Ich begrüße ausdrücklich die Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Macron und der Staats- und Regierungschefs der EU, die europäische Hochschulkooperation zu stärken. Im Vordergrund steht für mich der Vernetzungsgedanke unserer europäischen Universitäten, und zwar auf höherem Niveau als bisher. Der Bildungsministerrat und die Bologna-Ministerkonferenz im Mai bieten Raum, hierüber im Detail zu diskutieren. Seien Sie versichert, wir werden getreu dem Bottom-up-Ansatz unseren Hochschulen möglichst viel Freiraum lassen wollen, diese Netzwerke auszugestalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wissen, dass es mehr denn je darauf ankommt, die freie Wissenschaft als grundlegenden Wert unserer Demokratie zu verteidigen. Unser Wissenschafts- und Forschungssystem ist ein Schatz, den weder die Gesellschaft noch die Politik als selbstverständlich ansehen dürfen. Ich freue mich sehr, heute auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu treffen, die mit ihren Fähigkeiten den Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschland voranbringen. Ich bin auf den Austausch und die Arbeit mit Ihnen in den nächsten Jahren sehr gespannt. Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, gratuliere ich zu Ihren herausragenden Leistungen. Ihre Forschung begeistert und inspiriert. Ob Gesellschaftsforschung, ob Gravitationsphysik, Wirtschaftswissenschaften, Immunologie oder Werkstoffforschung. Sie geben ein Zeugnis davon, wie vielseitig Wissenschaft ist. Und machen uns neugierig darauf, in wie vielen Bereichen unser Leben heute und in Zukunft durch Wissenschaft besser gestaltet werden kann. Am Anfang und am Ende aller Beschäftigung mit Wissenschaft steht das Staunen. Das Staunen über die Fähigkeit des Menschen, in ungeahnte Räume der Erkenntnis vorzustoßen. Und so möchte ich mit einem Zitat von Platon schließen. Das Staunen ist der Anfang der Erkenntnis. Vielen Dank.